Ich sitze zu Hause und langweile mich. Herzlich willkommen hier zur improvisierten Pressekonferenz von der Partei Die Partei und ein paar aggressiven jungen Umweltaktivisten, umweltrechtlich sagen, Klimaschutzaktivisten, Terroristen, mit denen oder die sich diese Kampagne überlegt haben. Sie sehen hier Plakate, die entstanden sind im Internet. Es gibt eine kleine Gruppe von Umweltaktivisten, von Klimaaktivisten, die sich überlegt haben, dass noch nicht genug Plakate hier herumhängen in den Großstädten, beziehungsweise noch nicht genug Plakate, die auch sinnhafte Botschaften tragen. Und haben deshalb dem Wähler die Möglichkeit gegeben, sein eigenes Wahlplakat zu gestalten im Netz. Also es wurden Fotos bereitgestellt, es wurden Plakathintergründe bereitgestellt, es wurden Informationen über die konservativen Parteien bereitgestellt, wie die im Klimaschutzbereich agieren. Und dann konnten unbescholtene Bürger praktisch ihr eigenes Plakat dort gestalten. Das haben insgesamt, wir haben das als Partei unterstützt und haben das nur ganz kurz dreimal verlinkt, das haben insgesamt über 17.000 Leute mitgemacht, also 17.000 Wähler, die ihr eigenes sinnvolles Wahlplakat gestaltet haben. Und die Besten sind jetzt hier ausgewählt worden und werden dann auch deutschlandweit aufgehängt, damit endlich was Sinnvolles an den Straßen hängt und nicht mehr dieser Schrott, den wir von CDU, SPD, Grünen, FDP und vor allem AfD gewöhnt sind. Sie haben gleich die Möglichkeit, noch mit den Klimaterroristen selber zu sprechen. Zwei sind aus Mainz angereist. Wir als Partei bedanken uns dafür, dass wir das unterstützen durften. Ich fand das eine super Aktion. Und wenn es Fragen gibt, dann sind die beiden aus Mainz, glaube ich, gerne bereit, jetzt noch hier Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir machen jetzt nur noch ein schönes Bild und dann stellen wir das ins Netz. Vielen Dank, dass Sie hier einen schönen Hintergrund gegeben haben. Und ja, vielen Dank allen, die da sind, ohne dass sie da sein mussten. Ist jemand freiwillig hier? Von wegen. Jetzt bezahlt bekommen, das ist was anderes. Ist jemand hier freiwillig, ohne dass das bezahlt bekommen hat? Ja. Ja, ja, super. Fein. Und gibt es irgendwelche Fragen noch zu den Plakaten, zu der Aktion? Möchte jemand Plakate mitnehmen vielleicht und sie irgendwo unter dem Küchentisch in seiner WG aufhängen, wo man sie nicht sieht oder so? Gut, dann beende ich das hier auch schon. Ich kann noch auffordern, wenn Sie AfD-Plakate sehen, bitte abnehmen und 3 Wochen nach der Wahl an exakt dem Platz wieder aufhängen, an dem Sie die abgenommen haben. Das wird dann mit Strafen von, weiß ich nicht, 50 bis 280 Euro versehen, je nach Kommune. Und wir freuen uns über jedes AfD-Plakat, das dann 3 Wochen nach der Wahl noch irgendwo hängt. Vielen Dank und tschüss. Nein. Ja! Tom, wo bist du? Ah, da. Hast du gute Bilder? Was sollen wir machen? In den Staub? Sehr gut, will ich hoffen. Bitte alle mal zu Tom in die Kamera gucken. Ja, so. Ja. Das ist ja auch mein Instagram. Ja. Der Film ist voll. Ich kann noch einen Fernsehtipp abgeben. Am Montag, wenn es dunkel ist, in der ARD läuft ein Film, bei dem wir mitspielen durften. Ein investigativer Journalist hat da die PR-Firmen in London besucht, die alten Cambridge Analytica-Leute gegründet haben. Cambridge Analytica schreibt sich auf die Fahnen, dass sie den Brexit und die Trump-Wahl entschieden haben mit schmutzigen Wahlkampfmethoden, und die Agenturen existieren weiter und die bieten auch Parteien weiterhin ihre Hilfe an gegen gutes Geld. Wir haben uns ein Angebot machen lassen, haben mal gefragt, was es kostet, über die 5%-Hürde zu kommen in der Bundestagswahl. 9% hatten wir in den Raum gestellt und haben erfahren, dass das 850.000 Euro kosten würde. Da ist dann
Mikro-Targeting dabei, genauso wie ein paar Detektive, die die gegnerischen Spitzenkandidaten unter die Lupe nehmen. Und man hat uns versichert, man bräuchte das Material nicht zum Nutzen, aber es wäre gut, es zu haben, dass man es dann vielleicht doch nutzen kann. Die Briten wussten im Mai, als dieser Film recherchiert wurde, noch nicht, dass die Kanzlerkandidaten der übrigen Parteien sich dann schon gegenseitig und selbst desavouieren. Und ich würde mir den Film mal angucken, wenn ich Demokrat wäre und Interesse an demokratischen Vorgängen, dann ist es wirklich eine Bedrohung für die Demokratie. Montagabend, wenn es dunkel wird, irgendwann 23 Uhr in der ARD. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das erinnert mich daran, dass wir auch zur AGH-Wahl, Abgeordnetenhauswahl antreten. Laut Umfragen liegen wir derzeit bei 4,5, 6 und 5% in drei unterschiedlichen Monaten. Es gibt ja wenig Meinungsforschungsinstitute, die die sonstigen ausweisen. Die sind derzeit bei 9 oder 10%. Und es geht tatsächlich um den Einzug der Partei ins Abgeordnetenhaus. Ich würde das persönlich sehr begrüßen, einfach weil ich auch auf der Liste stehe und mit Listenplatz 6 sicher ins Abgeordnetenhaus einziehe bei 5%. Wir haben, wie es heute üblich ist, drei Frauen vorne auf der Liste. Das sind zwei Frauen mehr, als jede andere Partei vorne auf der Liste hat. Und ja, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, wählen Sie einfach Partei am 26.09.